Bonjour, messieurs, dames, c'est les fameux des œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Good morning, this is Women and Eggs. We don't want to die in hospital. Guten Morgen, Frauen und Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Ich habe zwei Ekzeme hier auf der linken Seite und ich möchte diese behandeln. Und dazu muss ich aus rechtlichen Gründen, das darf nämlich nicht jeder, einmal dieses gebrauchte Buch als Nachweis meiner Qualifikation in die Kamera halten. Und dann habe ich hier nachgeguckt. Und bin bei der Matricaria Vegetativa stehen geblieben, das ist Matricaria recutita, echte Kamille. Laut welcher Heilpflanze ist das? Und hier steht Medical Uses Eczema und Sleep Aid steht da auch. Ja, sieht gut aus. So, ich möchte einen Alkoholauszug von Kamille herstellen. Dazu habe ich mir im Supermarkt um die Ecke den günstigen Kamillentee besorgt. Zwei von den Packungen. Das hier ist Aceton Nail Remover. Habe ich noch im Badezimmer stehen. Ich kann auch zeigen, wie man Aceton selber herstellen kann. Mit Hilfe dieser Laborgasflaschen. Ist ein bisschen günstiger. Mache ich vielleicht auch, wenn mir Leute meinen Kamillenauszug, Alkoholkamillenauszug, abkaufen würden. So, wie gesagt, das darf nicht jeder. Ich habe eine Spezialausbildung, deshalb habe ich auch die Bücher. Ja, so, und jetzt beginnt der eigentlich spannende Teil. Man muss nämlich diese Beutel da reinbringen. Ich weiß nicht, wie viel da reinpasst. So eine Packung. Es riecht stimmig stark nach Kamille. Das ist relativ hochwertig, glaube ich, hier. Vom Geruch her ist schon mal ziemlich gut. So, wenn ich das mache, warum Aceton? Aceton ist eine Mischung mehrerer langkettiger Alkohole. Die Viskosität ist ziemlich gering, das heißt, es ist nicht so flüssig wie normaler Alkohol. Es fühlt sich so ein bisschen schwierig an, auch auf der Haut. Und es verdunstet dann, was angenehm kühlt. Deshalb ist Aceton an der Stelle nicht schlecht. Was man beachten muss, ich lese auch vor, was in dem DPA-Buch zu Kamille drin steht. Ich weiß nicht, ob da auch ein bisschen was zu Alkoholauszügen, habe ich nicht im Kopf. Ansonsten habe ich auch noch ein anderes Buch zum Thema Alkoholauszüge. Ich nehme mal eine Packung, ich glaube eine Packung ist gut.
So, jetzt hier Alkohol, Laborglasflasche. Schön ist der Alkohol schon so ein bisschen gelblich, kamölig. Ich lasse das mal so nicht, dass ich hinterher von dem wertvollen Zeug, das wird nämlich jetzt relativ wertvoll, was verschüttet. So, und das lasse ich jetzt einfach mal stehen. Am besten sollte man das unter Lichtabschluss stehen lassen. Und wenn man so einen Alkoholauszug schnell braucht, hier steht auch maximal 140 Grad Celsius drauf, kann man das auch noch ins Wasserbad stellen und ein bisschen heiß machen. So richtig zumachen, damit nichts verdampft. So. Man sieht auch, wie das schön gelb von der Kamille wird. So. Bis später. Ich glaube, ich lasse das hier vor der Kamera stehen.